Willkommen, moin moin, liebe Zuschauer, hier beim Tunnelbau unter Wasser versuchen wir gerade ein halbwegs schönes Tunnelstück irgendwie hinzubekommen. Ist nicht ganz einfach, so viel kann ich euch schon mal sagen. Wir haben hier schon eine Menge Erde bewegt, irgendwo sind hier auch Zombies in der Gegend, stört mich persönlich jetzt aber auch nicht, habe ich keine Angst vor. Irgendwo über uns oder unter uns. Da haben wir überhaupt nichts Sauberes. Guck mal, ich muss mal gucken, was können wir denn zusammenstecken so ein bisschen. Also wir sind echt inventartechnisch. Müssen wir mal kurz ein bisschen aufräumen hier. Das machen wir doch ganz einfach mit denen. Hier wissen wir ja, wie weit wir müssen. Guck mal, da kommt eine, da, dann kommt hier wieder keine. Hier kommt aber eine. Antriebsschiene. Oder hier durch. Hier kommt wieder eine. Sagen wir, wie wirkt das hier fast länger als sonst? Hier keine. Hier wieder eine. Stimmt da doch nicht mit der Fackelanzahl, oder? Das hier ist doch irgendwie länger. Vier. Nein, passt. Vier. Vier. Oh. Scheint doch richtig zu sein. So, jetzt können wir den zumindest zusammenstecken. Wir könnten auch hier das letzte Stück noch schneller buddeln. Ein Stück Fleisch zwischendurch essen. Hier wird es oben auf jeden Fall auch nochmal spannend. Ich weiß auch nicht, ob wir nicht von oben besser das Glasdach setzen. Ach, reicht nicht wahrscheinlich. Aber es ist tatsächlich nicht mehr weit, ne? Da sind wir am Ende des Tunnels hier angekommen bisher. Wenn wir das Stück schon mal fertig gebaut hätten, dann können wir echt sagen, wir haben schon ein paar Meter geschafft. So, das machen wir erstmal so. Wo wir dann auch gesagt haben, dass wir die wahrscheinlich auch dicht machen werden auf der anderen Seite. Mal hier bleiben. So, unser Unterwasserabschnitt. Haben wir noch ein bisschen Glas? Haben wir noch. Brauchen wir hier unten wieder ein bisschen Clean Stones. Und da oben könnten wir eigentlich theoretisch noch was wegnehmen, ne? Damit wir ein bisschen mehr sehen. Ach ja, und diese Wand hier muss ja auch weg. Ich wundere mich gerade schon, warum das anders aussieht auf der einen Seite. Wegnehmen. Das hier von innen ein bisschen schöner aussieht. So, gehen wir wieder an diese Seite. Es klappt ja eigentlich ganz gut von hier. Und vor allen Dingen doppeltes Glas. Hier ist ja dann auch doppelte Sicherheit. Das können wir
oben können wir es vielleicht noch ein bisschen wegbuddeln. Sieht sonst hier nicht ganz so schön aus, ne? So fließt das aber blöd da drüben. Was ist da hinten nicht ganz... Na doch, tut es da hinten eigentlich auch. Ist aber aktuell ein bisschen dunkel hier bei uns. Es regnet, aber das stört uns hier unten nicht. Und stört nur, dass es noch so ein bisschen reintropft. Jetzt kann die Krake doch fast hier runterkommen. Ich will das wieder dicht machen. Das Licht ist auch schon wieder aus. Zack, 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 schnell, schnell. Hochschwimmen. Erstmal hier dicht. Was? Eine Glas hier ist ein Stück zu hoch, das muss weg. So. Ja, machen wir das noch, oder? Nee, der soll ja gar nicht. Der soll. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr wegnehmen können oben. Wir brauchen wieder eine Fackel, ne? Erstmal ein bisschen Licht und dann müssen wir auch gleich erstmal unser Inventar ausleeren. Das hat echt keinen Sinn. Wir kommen hier so nicht richtig voran. Wenn wir nur Müll auf Tasche haben und ich sehe auch nicht aktuell, dass wir noch viel zusammenpacken könnten. Wir müssen unser Inventar mal wieder Grund aufräumen. Wir haben auch sehr viel Cobblestone aktuell mit auf Tasche. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welchen aufsammeln können. So, noch das letzte Stückchen, ne? Nur ist es nicht mehr viel. Okay, da kommt wieder ein bisschen Sand runter. Hier kommt wieder ein bisschen Cleanstones zwischen. Ja, und hier, glaube ich, bringt uns das auch nicht mehr viel, ne? Jetzt falsch. Jetzt sind wir nämlich schon zu weit nach außen. Ja, das ist nur noch der hier, der letzte. Muss erstmal alles weghämmern. So, dann kommt hier ein Stein hin. Da kommt ein Stein, kein Stein hin. Dafür kommt hier oben. Wir dürfen keinen mehr versetzen. Wir haben noch genau 5 Stück, die wir brauchen. So. Leg mal wieder trocken hier. Der ist auch ein bisschen im Weg. Mann, Mann, Mann. Was ein Tunnelbau hier, ne? Und die rechte Seite sieht doch immer noch bescheuert aus, irgendwie. Durch diese Strömung. Beide Seiten sehen durch die Strömung irgendwie ein bisschen blöd aus. Naja, vielleicht ändert sich das, vielleicht sieht das gleich noch besser aus, wenn wir hier die Wände dicht haben. Aber das können wir aber machen. Die können wir hier vor Ort zusammen
klamüstern. Dann haben wir hier auch schon mal ein Zwischenstück mit ordentlichen Wänden. Und dann sieht man auch noch mal ein bisschen mehr, wie das jetzt wirkt, was wir hier gebaut haben. Ist natürlich die Seite, da muss man, weiß ich nicht, ob wir von oben irgendwann mal das noch von ein bisschen schicker gestalten, dass das Wasser da nicht so blöd fließt. So, jetzt können wir die beiden zusammenpacken. Dann hier tropft auch noch irgendwas. Weit bis hier soll der eigentlich, dann machen wir das doch auch. So, schon mal gar nicht so schlecht. Hier ist natürlich klar, ne? Hier sieht das jetzt auch noch ein bisschen blöd aus. Das können wir aber auch noch wegnehmen. Und das richtige Dach. Ob es das richtige Dach bleibt, ich weiß es ja nicht. Und hier oben müssen wir echt ein bisschen weghämmern, damit das ein bisschen schön rundherum aussieht. Dann würden wir hier theoretisch wieder was wegnehmen. Und da wir jetzt hier endlich fertig sind, können wir hier noch ein paar Fackeln hinsetzen, ne? Da wo unsere Antriebsschienen hinkommen, wenn wir schon Holz haben. Wir können ja auch schon mal zwei Fackeln hin, zwei Antriebsschienen. Hier eine Fackeln auf der gegenüberliegenden Bodenseite. Dann haben wir noch ein paar Standardschienen. Bis hier. Gut. Da haben wir ein ganzes Stück geschafft, würde ich behaupten. Das ist natürlich immer noch nicht ganz so am Ende, wo wir noch hinwollen. Können wir hier mal wieder ein bisschen. Hier haben wir ja schon. Brauchen wir. Na, eigentlich müssen wir. Können wir das immer gleich schon, bevor wir jetzt. Hier ist gerade die Höhle. Aber bevor wir jetzt hier überall was wieder hinsetzen, was wir nachher wieder wegreißen müssen. Muss das ja ungefähr so sein, ne? Hier kommt auf die Fackel auf den Boden. Und der wird da hinkommen. Hier sind wir nämlich durcheinander geraten. Deswegen kommt einem das auf dieser Seite auch viel zu lang vor. Hab mich doch vorhin schon gewundert. Dann machen wir erst wieder Holz, ne? Komm. Erstmal den Mist hier aus dem Boden. Kleinen Kranz, den wir einmal mit Holz dicht machen. Dann kommt hier unsere Redstone-Fackel hin und hier die normale Fackel. Das ist korrekt. So, dann sind wir ja falsch geraten, dann müsste hier der nächste kommen. Passt das auch?
Lass uns auch mal ein bisschen Holz loswerden. Bodenfackel und Bodenantriebsschiene. So, und dann machen wir natürlich auch die Schienen hier noch fertig. Viel mehr haben wir denn auch gar nicht mehr. Ich glaube, wir kriegen sie jetzt verballert hier. Antrieb. Normale Antrieb. Normale Antrieb. Okay, weiter geht's hier noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen weiter bauen. Hier wäre die nächste. Wenn wir hier wieder alles wegnehmen. Holz können wir gleich zusammenstacken. Ich glaube, wenn wir den hier spätestens den nächsten Abschnitt gefüllt haben. Fackel auf dem Boden. Jetzt haben wir die schon wieder weggepackt. Erstmal die normalen Schienen hier, den sind wir nämlich eine zu weit. Antriebsschiene und Fackel. So, dann können wir noch die Bahn gleich schon mal wieder benutzen. Und hier mit dem Sand, irgendwo wird es wieder spannend. Ne? Irgendwo haben wir noch mal so einen, könnten wir noch einen Unterwassertunnel machen. Wir können es aber auch erstmal sein lassen. Und jetzt fahren wir aber. Ne? Haben wir, wir haben gar keine Lohrauftasche. Toll. Bauen wir hier so schön und haben einfach keine Lohrauftasche. Da können wir, da glitschen sie immer noch ein bisschen durch die Wände. Irgendwann kommt es hier wahrscheinlich einer entgegen. Haben wir aktuell Kohle? Haben wir nicht. So, wollen wir schon mal so ein bisschen hier die grobe Arbeit machen. Fehlt ja natürlich, das ist auch blöd. Wenn man jetzt hier so einen halben Kram macht, dann müssen wir trotzdem immer wieder dahin und das noch zu Ende bauen. Jetzt können wir diese zusammenstecken und jetzt können wir uns auch Kohle rausholen. Und ich glaube, wir brauchen echt mal wieder eine Handvoll Kohle gleich für die Öfen und für neue Fackeln. Deswegen sammeln wir jetzt hier noch eine Handvoll. Haben wir Andesit aktuell auf Tasch. Den will ich hier drinnen mal loswerden. Gutes Füllmaterial, was wir eh nicht brauchen. Erde brauchen wir auch nicht. So, warum machen wir das? Hat den eigentlich nur den einzigen Vorteil, dass wir keine Fackeln dahinter verschwenden brauchen. Boden können wir doch. Ja, saubere Marmor haben wir nicht mehr. Wir haben sowieso nicht mehr viel Marmor. Also wir müssen hier die ganzen Wände und Decken mal rausreißen eigentlich, damit wir unseren Marmorvorrat wieder ein bisschen auffüllen. Guck mal, dann machen wir das jetzt aber auch noch mal schnell ordentlich hier. Zack. Kommt hier wieder eine Fackel auf den Boden und hier die. So. Naja, ne, geht so.
Aber ich würde sagen, wenn ich mal gerade auf die Aufnahmeuhr gucke, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar und Like hinterlässt. Und wenn ihr dabei bleibt, wenn wir hier weiterbauen in der nächsten Folge. Ne? Also danke, bis dahin, schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.